Das Thema Schallschutz hat in den vergangenen Jahren immer mehr an Bedeutung gewonnen und ist heute untrennbar mit modernen Komfortansprüchen verbunden. Denn wer möchte schon die Duschgeräusche des Nachbarn hören oder seine Duschgewohnheiten zeitlich so anpassen, dass andere nicht gestört werden? Für ausgezeichneten Schallschutz kombiniert man die Poresta bodenebenen Duschsysteme mit dem Poresta Schallschutzset BEDS Komplettset 2. Dieses besteht unter anderem aus einer 17 mm dicken und gewellten Matte, die das Duschsystem optimal vom Untergrund entkoppeln. Für die Erstellung des erforderlichen Estrichsockels werden Schalungselemente mitgeliefert, die den Einbau erheblich vereinfachen. Außerdem enthält das Set einen Randdämmstreifen, Schalldämpfungsmatte, Baufolie und Klebeband. Das Schallschutzzubehör kann mit jedem Poresta Duschsystem mit KMK-Beschichtung und der Poresta Luna eingesetzt werden. Zunächst werden die Poresta Schallentkopplungsmatten lose auf den Boden verlegt, wobei die Wellenlinien nach unten zeigen. Im Set enthaltene Menge ist für einen Duschplatz der Größe 1,20 m x 1,20 m ausreichend. Für größere Duschplätze gibt es Erweiterungssets. Für kleinere Duschplätze, so wie hier, können die Matten mit einem Cuttermesser zugeschnitten werden. Bei der Verlegung müssen Fugen und Überlappungen vermieden werden. Mit dem beiliegenden doppelseitigen Klebeband werden die Stöße verklebt. Und danach die beiliegende Baufolie vollflächig aufgelegt. Nun wird der Poresta Randdämmstreifen montiert. Dieser verfügt über einen Fließfuß und eine Skalierung zur besseren Montage. Der Randdämmstreifen wird umlaufend lückenlos aufgestellt, um Schallbrücken zu vermeiden. Auch der Ablaufstutzen muss vom Randdämmstreifen vollständig und lückenlos umgeben sein. Die beiliegenden Schalungselemente erleichtern das Herstellen des Estrichsockels. Dieser muss mindestens 40 mm hoch sein und darf nicht höher als 80 mm eingebaut werden. Die Höhe des Estrichsockels ergibt sich aus der gesamten Einbauhöhe. Im Estrichsockel muss der Ablauf verlegt werden. Unter dem Ablauf sind 5 mm Luft einzurechnen. Die Elemente werden an die erforderlichen Maße angepasst. Dazu verwendet man am besten ein Cuttermesser oder eine Handsäge. Mit einem Thermoschneidgerät geht das noch einfacher. Anhand der Skalierung auf dem Poresta Randdämmstreifen kann die korrekte Höhe des Schalungselementes noch einmal überprüft werden. Nun wird der Ablauf angeschlossen und es erfolgt eine Dichtigkeitsprobe. Zusätzlich wird die beiliegende Poresta Schalldämpfungsmatte in die Hohlräume gestopft. Der Ablauf wird vor dem Estrich geschützt, indem ein Schalungselement entsprechend vorbereitet und verlegt wird. Lediglich bei der Poresta BF95 wird der Ablaufschacht mit Montageschaum ausgefüllt. Die Elemente müssen waagerecht ausgerichtet sein. Nach der Berechnung der benötigten Auffüllmasse wird diese angerührt. Die Poresta-Auffüllmasse wird erdfeucht angemischt. Pro 25 Kilo Sack verwendet man 2,2 bis 2,5 Liter Anmachwasser. Wird die Auffüllmasse zu dünn angerührt, muss vor dem Einbau des Duschsystems eine Nacht Trocknungszeit eingerechnet werden. Die Schalungselemente und Zwischenräume werden komplett mit der Poresta-Auffüllmasse verfüllt und verdichtet, um Hohlräume zu verhindern. Nach dem Aushärten wird der Boden vom Ablaufschacht entfernt. Nun wird das Duschsystem, wie in der jeweiligen Einbauanleitung beschrieben, direkt auf dem Estrichsockel eingebaut. Abschließend wird das Duschsystem, wie üblich, an die angrenzenden Bauteile abgedichtet. Eine Besonderheit ist beim Einbau der Poresta Slot S zu beachten. Wenn die Slot S mit dem Komplettset 2 eingebaut werden soll, muss eine senkrechte Variante bestellt werden und dazu ein waagerechter Ablauf.
Nach dem Verlegen der Baufolie wird zunächst das Rinnenelement eingebaut. Die Schalungselemente werden in dem verbleibenden Schacht verlegt und mit Estrichmasse verfüllt. Die Höhe der Schalungselemente muss 26 mm unter der Oberkante des Rinnenelementes liegen. Nun wird das Gefälleboard aufgeklebt. Danach kann die Poresta Slot S wie üblich abgedichtet werden. Zum Thema Schaltschutz hat Poresta Systems Broschüren herausgegeben, die über den Einbau, die Prüfwerte und die Schaltschutzsets eingehend informieren. Diese können bei Poresta Systems bestellt oder im Internet unter www.poresta.com heruntergeladen werden.